Liebe Investierte, liebe Interessierte, nun sind wir im August angekommen. Der Monat verspricht Sommer, er verspricht Sonne. In Italien und in Frankreich ist völlige Entspannung angesagt, das Leben ruht. Hingegen für Börsianer verspricht der Monat Stress. Häufig genug geht es in dieser Phase deutlich runter und als ob wir eine Bestätigung bräuchten, genau das ist der Fall. Hat ja eigentlich sogar schon im Juli angefangen, Ende Juli. Jetzt mal jenseits dieser saisonalen Aspekte, was sind die Meldungen, was bedeuten sie, was kommt dann noch nach und natürlich die Schlussfolgerung, was macht man aus dieser ganzen Sache. Also wenn wir mal die Gefahrenherde uns anschauen, woher die Meldungen kommen, USA, China, neue Zölle, hier dann auch Maßnahmen der Chinesen, ist etwas, was nicht schön ist. Wir haben in Großbritannien einen neuen Premierminister, Boris Johnson, der den harten Brexit wahrscheinlicher werden lässt. Wir haben zusätzliche Spannungen zwischen Pakistan und Indien. Wir haben aber auch Japan, Südkorea, wo ein Handelskonflikt weiter hochschaukelt. Wenn wir das mal durchgehen, denke ich mal, also Pakistan und Indien, da sollten wir nicht zu viel Gedanken darauf verwenden. Das schwelt eigentlich schon seit Jahrzehnten. Und ob nun eben die Schwierigkeit zwischen Japan und Südkorea für die Weltwirtschaft die große Bedeutung haben, weiß ich im Moment auch noch nicht so ganz genau. Also wenn wir hier eben Europa oder eben die USA im Vordergrund haben, ist es eher von untergeordneter Bedeutung. Stärker ist im Zweifelsfall der Brexit zu werten. Allerdings ist das eigentlich auch keine wahnsinnig neue Erkenntnis, sodass ich dem auch nicht allzu viel beimesse. Wir sprechen also eher über die USA und China, den Handelskonflikt und insbesondere die Meldung, die wir inzwischen aus der Wirtschaft bekommen, dass wir in einer echten Rezession sind. Ich will das auch gar nicht verniedlichen. Allerdings muss man es eben richtig einsortieren. Es ist im produzierenden Gewerbe dort der Fall, im verarbeitenden Gewerbe, überall dort, wo Sachen hergestellt werden. Es ist nicht der Fall im Bereich Gesundheitswesen, es ist nicht der Fall bei den Dienstleistungen, es ist nicht der Fall im Staatsapparat und wenn ich nur mal an den Baubereich denke, boomt der ja geradezu. Also kurzum, es ist eingeschränkt, das ist die gute Nachricht, es ist eingeschränkt auf das produzierende Gewerbe. Schlecht ist, dass es eben nicht nur in Deutschland der Fall ist, sondern es weltweit gilt, ob das die USA sind, ob das eben das übrige Europa ist, ob es China ist, ob es Japan ist, wohin man schaut. Überall ist das produzierende Gewerbe davon betroffen. Das ist negativ und es ist natürlich die offene Frage, schwappt das noch rüber in andere Bereiche? Das ist etwas, was man im Zweifelsfall noch befürchten muss. Im Moment noch nicht der Fall. Aber wie gesagt, es ist im Moment im produzierenden Gewerbe der Fall. Damit können wir auch die Ursache genau lokalisieren. Es ist nämlich die Zollpolitik von Donald Trump und damit hat er es in Händen, diese Sache weiterzubringen. Noch einmal, es geht da nicht nur um Deutschland, sondern es geht darum, dass er eben auch selber für die Amerikaner negative Auswirkungen hat. Und das sollte man im Hinterkopf behalten. Wir haben in eineinviertel Jahren Wahlen in den USA. Donald Trump will wiedergewählt werden und wenn er das erreichen will, braucht er gute Rahmenbedingungen. Je schlechter es im Moment in einigen Bereichen der Wirtschaft läuft, umso wahrscheinlicher, dass die amerikanische Notenbank die Zinsen noch weiter senkt. Und mit dem Vorlauf, den wir dann sehen, ist es vielleicht genau rechtzeitig zu den Wahlen. Und dann wird Donald Trump mit China irgendwie einmal wieder weltbesten Deal aller Zeiten dann herzaubern. Er selbst wird das dann eben auch nochmal großes Defizit im Staatsbereich machen. Also kurzum, auf Sicht gesehen können wir dann auch wieder nach vorne schauen. Kurzfristig ist natürlich nochmal einiges drin. Das kommt darauf an, wie weit die Märkte nach vorne schauen. Positiv ist natürlich, dass wir nicht nur von den Aktien abhängig sind. Insbesondere die Edelmetalle machen sehr, sehr viel Freude, die dämpfen viel. Insofern bin ich auch durchaus positiv gestimmt für die weitere Entwicklung. Wir werden es hier natürlich weiter verfolgen.